die neuen Gemeinden, Jünger und Apostel, Licht und Schatten in den Gemeinden, geoffenbart durch Jesus Christus, 1884 bis 1950. Licht und Schatten in den Offenbarungsgemeinden. So spricht der Herr. Wenn ich mein Wort in allen Nationen gegeben hätte, hätte die Mehrheit es abgelehnt, weil die Eitelkeit der Materialismus und die falsche Größe der Menschen keine Lehre angenommen hätten, die von Vergeistigung, von Demut und Brüderlichkeit spricht. Die Welt ist noch nicht vorbereitet, um die Liebe zu begreifen, weshalb nicht alle für meine Gegenwart in dieser Form empfänglich gewesen wären. So wie Christus damals eine Felsenhöhle wählte, um als Mensch geboren zu werden, so entdeckte ich heute diesen Erdenwinkel, Mexiko, der bereit war, mich zu hören und der Ähnlichkeit hat mit der Grotte und der Krippe, die in jener gesegneten Nacht den Gottessohn aufnahmen. Das Beispiel dieses einfachen Volkes hier, das seinen Weg ohne Geistliche geht, die es leiten, und das mir Verehrung darbringt, ohne Zeremonien und Symbole, soll ein Aufruf sein, der jene erweckt, die noch in ihrer jahrhundertelangen Nacht schlafen, und soll ein Ansporn zur Erneuerung und Läuterung vieler meiner Kinder sein. Unter dem Schatten meiner Lehre werden keine Throne errichtet werden, von denen herab verherrlichte Menschen, die Geister ihrer Mitmenschen beherrschen können. Niemand wird gekrönt, noch mit einem Purpurmantel bedeckt werden, in dem Bestreben, den Platz des Herrn einzunehmen. Noch werden Beichtväter auftreten, die richten, vergeben, verdammen oder über die Taten der Menschen Urteile fällen. Ich allein bin in der Lage, einen Geist von einem gerechten und vollkommenen Richterstuhl aus zu beurteilen. Ich kann Menschen senden, die berichtigen, lehren und führen. Doch ich werde niemanden senden, zu richten und zu bestrafen. Ich habe Menschen gesandt, welche Hirten der Menschen gewesen sind, jedoch keine Herren oder Väter. Der einzige Vater dem Geiste nach bin ich. Ich werde in dieser Zeit ein Volk heranbilden, das mein Gesetz wirklich befolgt, das die Wahrheit liebt und die tätige Nächstenliebe. Dieses Volk wird ein Spiegel sein, in welchem die anderen, die Fehler, die sie begangen haben, sich widerspiegeln sehen können. Es soll niemandes Richter sein, aber seine Tugenden, Werke und seine geistige Pflichterfüllung sollen den Geist aller derer berühren, die seinen Weg kreuzen. Und sie sollen allen ihre Fehler aufzeigen, die gegen mein Gesetz verstoßen. Wenn dies Volk einmal stark und zahlreich ist, wird es die Aufmerksamkeit seiner Nächsten auf sich ziehen. Denn die Reinheit seiner Werke und die Aufrichtigkeit seiner Gottesverehrung werden die Menschen in Staunen versetzen. Dann werden sich die Menschen fragen, wer sind jene, die ohne Tempel zu haben, auf solche Weise zu beten verstehen? Wer hat diese Menschenscharen gelehrt, ihren Gott betend zu verehren, ohne dass sie das Bedürfnis fühlen, für ihren Gottesdienst Altäre zu errichten? Woher sind diese Wanderprediger und Missionare gekommen, die gleich den Vögeln weder säen noch ernten, noch spinnen und dennoch weiter existieren? Dann werde ich ihnen sagen,
dies arme und demütige Volk, das jedoch voll Eifer nach meinem Gesetze lebt und stark ist gegenüber den Leidenschaften der Welt, ist nicht von irgendeinem Menschen herangebildet worden. Diese Scharen, die ihre Freude daran haben, Gutes zu tun, die durch Inspiration erleuchtet sind und die den Herzen die Botschaft des Friedens und einen Tropfen Heilbalsam bringen, sind nicht von Lehrern oder Geistlichen irgendeiner Kultgemeinde der Erde unterwiesen worden. Denn wahrlich, ich sage euch, in dieser Zeit gibt es auf eurer Erde keinen einzigen Menschen, der die Verehrung Gottes in wahrer Geistigkeit zu lehren vermöchte. Es ist nicht im Glanz von Riten oder Zeremonien, noch im Reichtum oder in der irdischen Macht, worin die Wahrheit ihre Wurzeln hat, welche, da sie demütig ist, die reinen, edlen, aufrichtigen, wahrheitsliebenden Herzen als ihren Tempel sucht. Wo sind jene Herzen? Ich habe viele meiner Kinder gerufen, um ihnen unterschiedliche Aufträge, verschiedene Aufgaben innerhalb dieses Werkes zu geben. Und ich habe sie euch gemäß eurem Fortschritt und euren Begabungen gegeben. Aus allen zusammen habe ich mein Volk gebildet, meine neue Apostelschar. Einigen habe ich das Amt von Leitern anvertraut. Und damit ihre Aufgabe nicht schwer und mühselig ist, habe ich das Volk in Gemeinden aufgeteilt. Anderen habe ich die Gabe eines Stimmträgers anvertraut, damit sie meine zu Menschenwort gewordene Inspiration diesen Scharen übermitteln, die zusammenkommen, um dies Wunder zu empfangen. Einigen habe ich das Privileg der Hellsichtigkeit gegeben, um sie zu Propheten zu machen und durch ihre Vermittlung das anzukündigen, was kommen wird. Die Aufgabe von Säulen haben jene erhalten, die das Volk auf seiner Pilgerschaft unterstützen sollen und den Gemeindeleitern eine Hilfe sind, die die Last des Kreuzes mit den Hörerscharen tragen hilft. Andere sind mit der Gabe der Mittlerschaft begnadet worden. Und diese sind als Werkzeuge der geistigen Welt geschult worden, um deren Botschaften, die Erläuterung meines Werkes zu übermitteln und auch als Besitzer des Heilbalsams, des Trostes für die Kranken, damit sie mittels ihrer heilsamen geistigen Ausstrahlungen den Notleidenden gemeinsam Barmherzigkeit zuteilwerden lassen. Goldfeder habe ich den genannt, der in das Buch, das ich euch hinterlassen werde, meine Offenbarungen, Unterweisungen und Prophezeien dieser Zeit schreibt. Das Amt eines Fundamentsteines habe ich jenen verliehen, die Beispiel von Festigkeit, Stabilität und Stärke unter dem Volke sein sollen, deren Wort, Rat und Vorbild unter dem Volke soll unwandelbar sein, wie es der Fels ist. Doch nun, da dieser Zeitabschnitt meiner Kundgabe seinem Ende zugeht, richte ich alle Ämter und an all jene, die erwählt werden, um so große Aufgaben zu erhalten, lasse ich einen Ruf ergehen, damit sie sich eingehend erforschen und das Ergebnis ihrer Werke erkennen. In dieser Stunde der Besinnung stehe ich allen bei. Wie zu allen Zeiten gab es viele Berufene und wenige Auserwählte. Denn ich erwähle nur jene, die rechtzeitig bereit sind, ihre Aufgabe zu erfüllen.
und den übrigen gebe ich ein Licht, damit sie die Zeit zu erwarten verstehen, in der sie gleichfalls auserwählt werden. Wie viele, die nur berufen worden sind, ohne dass es schon Zeit gewesen wäre, sie für einen Auftrag zu erwählen, haben sich unter meine Jünger und Werkleute gereiht, ohne dass ihr Geist die unbedingt notwendige Entwicklung hatte, um die Last dieses Kreuzes zu tragen, noch ihr Verstand das nötige Licht, um meine Inspiration aufzunehmen. Was haben viele von ihnen getan, nachdem sie sich in den Reihen der Auserwählten befanden? Entweihen, die Atmosphäre vergiften, die anderen mit ihren schlechten Neigungen anstecken, lügen, Zwietracht säen, mit meinem Namen und mit den Geistesgaben wuchern, die ich in meine Jünger gelegt habe. Niemand versuche zu entdecken, welche es sind, denn ihr könnet es nicht. Nur mein durchdringender Richterblick verliert sie nicht aus den Augen. Und ich lasse mein Wort in ihr Gewissen gelangen, das ihnen sagt, wachet und betet, damit ihr rechtzeitig eure Verfehlungen bereuen könnt. Denn wenn ihr dies tut, verspreche ich euch, dass ich euch geistigerweise schnell an meinen Tisch setzen und ein Fest der Versöhnung und Vergebung feiern werde. Dies ist die Wahrheit. Nicht alle lieben einander in meinem Werke, auch wenn sie zu ihm gehören, noch haben es alle begriffen. Deshalb kann ich euch sagen, dass die einen zu meinem Werke gehören und die anderen das ihre tun. Die mir aus Liebe nachfolgen, lieben mein Wort, weil sie wissen, dass es sie korrigiert, ohne sie zu verletzen, und ihnen ihre Fehler aufzeigt, ohne sie bloßzustellen. Dies veranlasst sie, bei der Vervollkommnung ihrer Handlungen beharrlich zu bleiben. Jene, die statt dem Streben nach dieser Vervollkommnung nur Lob, Überlegenheitsgefühl, Schmeichelei oder ihren Lebensunterhalt suchen, anstatt die Vervollkommnung des Geistes zu erstreben, ertragen mein Wort nicht, wenn es ihnen ihre Fehler vor Augen führt. Dann müssen sie ein Werk schaffen, das anders als das meine ist, wo sie frei sind, um ihren Willen zu tun. Sie haben noch nicht begriffen, dass das Einzige, was die Zuhörer während der Zeit meiner Kundgebungen zu tun haben, darin besteht, dass sie mir mit größter Erhebung zuhören, um hernach meine Botschaft auslegen zu können. Ich habe gesagt, dass die Zeit der Verwirrung, des Ungehorsams kommen wird, in welcher der Arbeiter sich erheben und behaupten wird, dass meine Kundgabe durch das menschliche Verstandesvermögen nicht zu Ende gehen wird. Doch der Zeitpunkt wird kommen, an dem mein Wort in Erfüllung geht, auch wenn der Mensch sich meinem Willen widersetzen möchte. Wie viele Irrtümer auf dem Wege haben viele von jenen begangen, denen ich einen Auftrag und eine Gnade anvertraut habe? Wie viel Unverständnis sehe ich, dass sich nach dem Jahre 1950 bei meinen Kindern breit macht. Durch die Verständnislosigkeit und die Torheit hält der Mensch meine helfende Liebe und die Vollmacht und die Gnade zurück und steht abseits des wahren Weges des Gesetzes, der Harmonie und der Wahrheit. Ein weiteres Mal wird Israel sich von Stamm zu Stamm entzweien. Es wird sich wiederum entzweien. Und das reine und lautere Gesetz, das ich in seine Hände übergab, mit Füßen treten wollen. Noch einmal
wird Israel die früheren Wege aufsuchen und in Abgötterei und Fanatismus fallen. Es wird sich den Sekten zuwenden und in Verwirrung, in Finsternis geraten und sich an wohltönenden und falschen Worten ergötzen, die ihm der Mensch anbieten wird. Wenn die Kirchen und Sektenleute sehen, dass Israel sich spaltet, dass Israel sich gegenseitig verleugnet und schwach ist, werden sie nach Gründen suchen, um das Juwel von unschätzbarem Wert an sich zu reißen, um die Lade des neuen Bundes an sich zu bringen und morgen zu sagen, dass sie die wahren Gottgesandten unter der Menschheit und die Repräsentanten meiner Göttlichkeit sind.